Heute habe ich ein super spannendes und richtig leckeres Meal Prep Rezept für euch. Wahnsinnig gesund, viel Eiweiß, macht gut satt und ist super schnell zubereitet. Viel Spaß mit dem Video. Als erstes fangen wir mit Kichererbsen an. Bin ich ein großer Fan von. Sie sind ziemlich günstig, selbst in einer guten Bio-Qualität und machen einfach verdammt satt. Die gebe ich jetzt direkt mal in eine Schüssel. Das waren 2 Dosen. Die habe ich einfach kurz abgetropft und abgespült. Habe ich eigentlich immer zu Hause. Gerade so Kichererbsengläser oder auch Dosen kann man super gut lagern und man hat immer eine schöne Basis für ein Essen. Hier in dem Fall eben auch ein sehr, sehr schnelles Essen. Und die Kichererbsen bleiben aber nicht unsere einzige Zutat, denn als nächstes haben wir diese schönen Teile. Na, wer weiß, was das ist? Das sind Edamame. Das sind unreife Sojabohnen, werden immer populärer in Deutschland. Gerade in Japan sind die unglaublich beliebt und werden halt in den Bars auch einfach mit so ein bisschen Seesalz gesnackt, wenn man mal ein Bierchen trinkt oder sowas. In Deutschland gibt es sie mittlerweile auch eigentlich in fast jedem asiatischen, gerade den japanischen Restaurants, weil sie echt eine gute Vorspeise sind, weil sie extrem gesund sind. Man muss teilweise ein bisschen danach suchen, aber in den großen Supermärkten, in den größeren Städten gibt es sie mittlerweile eigentlich fast immer tiefgefroren. Manchmal findet man sie sogar frisch, dann meistens so abgefüllt und schon geschält. Das Schälen an sich geht aber auch super schnell. Ihr könnt einfach, ihr seht ja hier, hier gibt es so 3 Erhöhungen, also 3 Sojabohnen. Und dann kann man einfach mal so mit dem Finger eine so ein bisschen quetschen und schon springt eine Sojabohne raus. Dann macht man das gleich mit der zweiten, zack und so weiter. Eine andere Möglichkeit, sie zu öffnen, ist, wenn ihr hier diese Faser in der Mitte seht und da einfach mal mit dem Finger reingeht und das zieht. Ist fast wie so ein Reißverschluss, habt ihr es gesehen? Und das öffnet so ein bisschen diese Kammern. Dann kann man einfach mit dem Fingernagel rein, das öffnen und hat dann diesmal leider nur 2,5 Sojabohnenkerne. Zack, zack und zack. Falls ihr die Edamame auch ohne Hülle bekommt, irgendwo, vielleicht im Supermarkt mal, wenn ihr Glück habt, dann kauft ihr natürlich sehr, sehr gerne für dieses Rezept auch ohne die Hülle. Da spart ihr euch locker 2-3 Minuten, wenn ihr die nicht rauspopsen müsst. Andererseits macht es auch ziemlich viel Spaß. Und wenn man erstmal den Dreh raus hat, geht es eigentlich auch ziemlich schnell. So, kommen wir zur nächsten Zutat, die ein bisschen Frische mit reinbringt, und zwar Gurke. Ich habe hier eine schöne Salatgurke. Da schneide ich einfach mal die beiden Enden ab, halbiere sie einmal. Schneide sie dann nochmal so horizontal ein. So, einmal längs. Und je nachdem, wie klein ihr die Würfel bzw. Gurkenstücke haben möchtet, könnt ihr es noch häufiger einschneiden. Und dann einfach schneiden. Bei den Mengen könnt ihr hier auch total nach eurem Geschmack und nach eurem Gefühl entscheiden. Ich finde, so eine halbe Salatgurke kann auch schon ausreichen. Falls ihr es besonders frisch und besonders saftig haben wollt, dann könnt ihr auch die ganze reinhauen. Falls ihr die Schale der Gurke nicht mögt, könnt ihr sie natürlich vorher auch noch schälen. Aber dieses leicht herbe kommt eigentlich ganz gut und ist auch noch gesund. Das hier ist zwar jetzt gesund, aber viel Geschmack ist da noch nicht drin. Und für den Geschmack sorgen wir als nächstes, indem wir nämlich die wunderschönen Zutaten der asiatischen Küche benutzen. Nämlich einmal Koriander, ein bisschen Chili, Limette, kommt sehr, sehr gut mit dem Essen, und Sojasauce und Honig. Das heißt, wir machen jetzt als allererstes mal ein Dressing und dafür nehme ich 2 Esslöffel Sojasauce. Nehmt hier gerne die mit dem geringeren Salzanteil, ist gesünder und ja, sorgt einfach dafür, dass ihr das nicht so schnell übersalzt. Und Honig kommt auch noch mit rein. Ich nehme hier ja, so ungefähr 1 Teelöffel, könnt auch einen zweiten, wenn ihr es einen Tick süßer haben möchtet. Und nehmt ja auch gerne einen Honig von einer guten Qualität, denn ihr könnt euch grundsätzlich merken, je weniger Zutaten in einem Essen vorkommen, desto besser, desto hochqualitativer sollten die einzelnen Zutaten sein, damit es eben auch ein richtig leckeres Essen sein wird. Wir haben jetzt Salzigkeit, wir haben Süße, das heißt, wir brauchen als nächstes ein wenig Säure. Und dafür ist die Limette da. Die halbieren wir. Und dann bemerken wir, dass wir sie gar nicht hätten halbieren müssen, denn erstmal brauchen wir noch die Schale. Ist ja eine Bio-Limette, deswegen mache ich die jetzt etwas unorthodox. Aber so ein bisschen Schale sollte auf jeden Fall mit rein ins Essen, denn da ist ein toller Geschmack mit drin. Und wieso nicht nutzen? Bei Zitrusfrüchten generell passt immer auf, dass ihr nicht dieses weiße Äußere mit reinreibt, denn da wird es oft bitter. Wirklich nur das, was eben die entsprechende Farbe hat. Also bei der Limette eben das Grüne, bei der Zitrone das Gelbe und bei der Orange das. Ihr wisst schon. So, davon ist genug drin. Jetzt kommt erstmal noch der Saft von einer Limette mit da rein. Und dann könnt ihr es euch später natürlich auch nochmal so ein bisschen auf euren Geschmack abpassen und mit der zweiten Limette dann abschmecken. Die presse ich schon mal hier rein. Alles gut verrühren, damit sich der Honig auch auflöst. Sollte eigentlich ziemlich schnell gehen, gerade bei wärmeren Temperaturen sollten 2-3 Mal umrühren da eigentlich auch schon reichen. Und an der Stelle auch gerne schon mal abschmecken, ob das Ganze ausgewogen ist. Für mich gerade ein bisschen zu süß noch. Die Säure passt aber gleichzeitig auch. Ich würde vor allem da noch so ein bisschen
Würze reinbringen und deswegen nochmal ein bisschen Sojasauce, einfach nochmal einen kleinen Schwung mehr und dann sollte das passen. Dieses Dressing, das können wir jetzt an der Stelle auch schon mal in die Kichererbsen geben, beziehungsweise in unsere große Schüssel, damit das so ein bisschen durchzieht. Falls ihr möchtet, dass es noch besser an den Kichererbsen sowas haften bleibt, dann könnt ihr auch ein bisschen Stärke dann auch mit einrühren. Das macht dann die Soße einfach ein wenig dicker. Ich hatte aber auch nie Probleme mit der flüssigen. Die sammelt sich manchmal so ein bisschen unten an und dann muss man halt nochmal durchrühren, aber das passt dann auch schon. So, ich habe euch versprochen, dass gleich noch ein bisschen Schärfe kommt und deswegen habe ich hier eine rote Chili liegen. Die werde ich jetzt einfach ganz fein schneiden, so fein, wie ich es nur irgendwie hinbekomme. Falls ihr es nicht so scharf mögt, einfach das Kerngehäuse entfernen. So, ich würde mal sagen, die Menge reicht auch aus. Mach noch ein bisschen kleiner, zack. Und dann ab in die Schüssel. Und außerdem kommt auch noch frischer Koriander mit rein. Den könnt ihr ganz grob schneiden, wenn ihr möchtet. Nur bei den Stielen, die ihr auf jeden Fall mitverwenden solltet, müsst ihr aufpassen, dass die feiner geschnitten sind, damit die nicht im Mund stören, wenn ihr das Ganze esst. Falls Koriander für euch wie Seife schmeckt, dann könnt ihr alternativ auch Seife nehmen oder den Koriander einfach wegnehmen. Petersilie könnte auch funktionieren, habe ich noch nicht ausprobiert, aber testet das gerne mal vorsichtig an. Könnte auch ganz gut kommen. Und für mich ist das eins dieser Rezepte, von denen man einfach nicht genug haben kann, weil die so schnell zubereitet sind, wirklich innerhalb von 10 Minuten einfach zusammengeworfen. Man braucht nicht mal einen Herd, man braucht keinen Ofen, man braucht eigentlich nichts außer ein Messer, ein Schneidebrett und ja, eine große Schüssel. Theoretisch kann man das sich sogar unterwegs machen. Also ein super geiles Rezept. Und wenn ihr mehr solcher einfachen Alltagsrezepte haben möchtet, dann guckt euch auf jeden Fall gerne auch mal mein Kochbuch an. Ich verlinke euch das unten, denn da sind insgesamt 80 einfache Alltagsrezepte drin. Nicht alle ganz so schnell wie das hier, aber mindestens genauso lecker und einfach ja, ein sehr, sehr schönes, eine sehr schöne Sammlung an Rezepten, die ich über die letzten 5 Jahre so ja, zusammengefügt habe. Die Leute, die das Buch schon zu Hause haben, gerne mal kommentieren, wie findet ihr es und habt ihr schon was nachgekocht? Ist es schon so richtig dreckig geworden? Ich finde, ein Kochbuch muss dreckig werden. So, alles gut vermischen und jetzt an der Stelle fehlt eigentlich noch eins und zwar einmal das Ganze abschmecken und mal gucken, ist es gut ausbalanciert? Fehlt da vielleicht noch ein bisschen Limettensaft oder irgendwas anderes. Am leckersten wird es, wenn dieser Salat jetzt noch so ein bisschen stehen bleibt und einfach durchzieht. Wenn er dem eine halbe Stunde oder eine Stunde im Kühlschrank auch gibt, schmeckt das Ganze noch mal besser. Aber nichtsdestotrotz können wir natürlich auch jetzt schon mal abschmecken und einfach gucken, passt Säure, passt Salzigkeit und alles. Man hat einen wirklich schönen asiatischen Touch. Gleichzeitig ist es frisch, ist gesund, ist genau das, was ich im Sommer haben möchte. Wahnsinnig viel Eiweiß auch hier drin durch eben Kichererbsen und auch die Edamame, die halt auch sehr eiweißreich sind. Und vor allem ein leckeres Essen, das ist ja immer noch das Wichtigste. Dementsprechend macht dieses Rezept sehr, sehr gerne mal nach. Noch mehr Inspirationen findet ihr natürlich im Kochbuch, aber eben auch in anderen Videos hier auf dem Kanal. Abonniert gern, damit ihr auch das nächste Rezept nicht verpasst und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.